Servus Burschen, wir sind heute wieder back auf der legendären Buch Maxi Range. Es steigt wieder das Event des Jahres. 15 Fahrer sind wieder da aus allen Bundesländern und heute geht es um die Wurst. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang, wir starten. Let's go! So Leute, der erste Lauf ist schon vorbei, ich hau mich gleich mal ins Fahrerlager und zwar zur Nummer 22, zum Kitze. Hey, wie schaut's aus? Wie war's dieses Jahr? Gar nicht so schlecht, gell? Dieses Jahr auf jeden Fall besser. Einen neuen Werksmechaniker mit. Ein Werksmechaniker, stell ihm gleich mal vor, wer ist der nette Herr da? Der Patrick, Installateur. Super. Und natürlich mit dem Bremsenreiniger alles reinigen jetzt, nein, oder was? Wer gut schmiert, fährt gut. Wir haben da die heißesten Bilder aus dem Rennlager vom Team Niederösterreich. Felix Daglieber, Dax Factory. Boah, visionarisch, magst du dich schon bereit für den nächsten Lauf oder was? Das sind dann die geheimen Bilder, ihr wisst ganz genau, unter welchen Link ihr das sehen werdet. Wie schaut's aus, Dax? Wie war's für dich? Ja. Der erste Lauf. Erster Lauf, bei Einführungsrunde schon gesehen, Alter, richtig rutschig. Dann erste Runde bei einer Probleme gehabt. Hast du schon Vollgas geben können? Habe noch keine Spur gefunden. Aber nachher. Die nächsten Runden sind schon gegangen, außen schön, Grip aufgebaut und nachher ist das auch gegangen. Jawohl, Pipi, fein. Was nimmst du vor für den nächsten Lauf? Was ist noch drin? Ja, ich habe schon jetzt gesehen, im ersten Lauf der Ewald, der war eigentlich kurz vor mir, oder? Längere Zeit. Dann ist er aber ein wenig ins Fahren gekommen. Und ja, ich nehme mir vor. Hast du ein bisschen was aufzuholen, gell? In Ewald, umbieren. Jawohl, schaut sich das an. Bambana 46 ist beim ersten Rennen, glaube ich, gar nicht mitgefahren. Bambana! Was ist da los? Ich glaube, du bist gar nicht mitgefahren. Ja, ich war ausgesetzt der Runde. warum glänzt dieses Mofa groß so? Ich kann es sehen, oder? Der Büffel gibt da hinten Vollgas in der Zwischenzeit. Aber das ist bei der Range so. Ja, Bibi, fein. Ja. Adrian. Leilen, ich sag's euch, ein Bambana, der fährt einfach heim. Und bockt den Kerker aus und bloß einmal das oben. Ein Traum. Es ist auch wirklich mega leibend. Ich hau mich weiter, wir sehen sie gleich wieder. We'll be right back.
Jawohl, Leon. Team Steiermark, Ewald Holzer. Was wird da geschraubt? Hinterrad mache ich gerade. Ja, warum? Was bewirkt das? Nein, es hat es anscheinend ein wenig verzogen vorhin. Ah ja, bei der wilden Lauf 2, gell, da. Wie war es für dich? Cool. Hat es dir gefallen, perfekt. Gell? Ja, es war sehr gut. Ja, mega nice. So, Mario, du redest da hinten schon. Mario, er hat schon den Hut auf, zweimal gewonnen. Wie schaut es aus für den dritten Lauf? He? Holst du den Tagessieg? Ja, das möchte ich eigentlich machen, ja. Ja, passt. Also für dich geht es einfach nur so weiter wie bisher, gell? Ja, alles gemütlich. Es schaut eigentlich gut aus. Super. Ich hoffe, es holt alles. Der Marco ist mir dicht auf den Fersen, das ja, muss man so ich, sagen. Da bin ich echt gespannt, zu den schaue ich nämlich jetzt gleich als nächstes und schau mal, was der noch sagt. Gell? Ich hätte jetzt... Wenn der überhaupt schon zurück ist vom Schwassen, der muss noch ein bisschen anschwassen. Gell? Ich meine, das ist halt blöd, ne? Die haben vorher das hergerichtet und genau das ist dann eigentlich gebrochen, was sie hergerichtet haben. Was sagst du da dazu vom Hofstadler Racing Team? Hätte sowas bei euch auch gegeben? Soll ich es ehrlich sagen? Ja, bitte. Ich glaube, die haben das nicht schön gemacht. Wir werden es herausfinden. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich eigentlich zwei Siege schon habe. Jawohl, genau. Das heißt, der Marco müsstest ausfallen und der Marco müsstest mindestens Gräber was gewinnen. Sein? Also Gräber schon. Also du kannst ja schon mit Taktik angehen, nicht mehr Vollgas, sondern beherzt auch. Aber fahren. Ich würde natürlich schon auf Sieg fahren. Na sicher, weil drei, klar, so wie voriges Jahr, drei Siege. He? Bambana, du bist eh gut klargekommen diesmal wieder, gell? Na sicher. Jetzt haben wir einen Rennprofi dazu. Bist du eigentlich von Team Niederösterreich der mit dem stärksten Material, kann man sagen, gell? Ja, das hat sich die letzten drei Jahre schon so bewährt ging. Jawohl. Nur ein starker Motorleiter, sage ich, heißt nicht alles. Fahren muss man auch kennen, so wie ich kann es nicht. Man war ja ganz ehrlich dieses Mal. Er macht nichts, der Jason King hat bei der Defly Rallye auch nicht gerade geglänzt. Ja, das weiß ich, aber damals, wenn wir eine Rallye so dank gefahren sind, King wird sagen. Das war ja Wahnsinn, du, die Wüstentour war mega lästig, aber ist ein anderes Kapitel. Erzählen wir euch später, gell? Jo, lieber Dax, hier ist Mr. Mo for Jason King Host! Ich weiß, du erholst dich aber ein kurzes Interview, hä? Ja. Mega chillig da bei dir, du magst das gemütlich, gell? Ja, relaxen. Ich muss generell sagen, was habt euch da ganz schön was einfallen lassen, gell, bei euch ein Teamfahrerlager? Meine Zehen sind. Die glänzen. Achso, du bist in Angriffslust, gell? Und die Zehen da jetzt im dritten Lauf. Jawohl. Und der Dax hat es ein bisschen angefressen, gell? Hat Probleme gehabt im zweiten Lauf. Aber was ist dein Motto jetzt oder deine Taktik für den dritten? Ein Start voll Viere pressen. Jawohl, und dann einfach eine zwicken oder vorne vorfahren. Ein Fuß raus und jawohl. Die Kurven gehört mir. Steirer, hält euch an, es wird und bleibt spannend. Jawohl, Leon, ich sag's euch, ich habe jetzt den Marco Rivens Ruby sitzen und das ist jetzt unser letztes Gespräch, bevor der letzte Lauf losgeht. Ja. Wie schaut's aus, nervös? Nein. Eigentlich nicht. Du warst schon lange nicht mehr nervös. Du weißt aber, auf was es ankommt. Du weißt, wenn man Mario jetzt nicht besiegst, dann übernimmt er mit 5 Titeln den Rekordsieg. Dann ist er Rekordsieger auf der Buchmaxi Race. Das wollte ich sagen. Ja. Ich würde ein bisschen Spannung einbringen, aber der Junge ist entspannt bis zum Geld nicht mehr. Ich bin immer entspannt. Wie gehst du das jetzt an? Merken. Was war los? Ja, im Laufen möchte ich auf jeden Fall gewinnen, das ist klar. Jetzt ein Sieg wird schwierig, da muss viel passieren, dass man die ganze Range noch gewinnen kann. Ja. Ja. Also es kommt auf den Lauf jetzt eigentlich nur drauf an. Also ich müsste gewinnen, der Mario müsste wahrscheinlich Fünfter oder Sechster werden. Ja, genau. Am besten, wenn er ausfällt, ist es am einfachsten, gell? Aber das wird schwer. Naja, ich bin gespannt. Deine Taktik jetzt? Ja, Vollgas geben. Es gibt gar nicht viel andere Taktik, einfach Vollgas nochmal alles rausholen. Ja. Jawohl, Leon. Jetzt geht's gleich wieder auf zur Range. Jawohl. Ich freue mich schon. Alles Gute, Rivens. Danke. Jawohl, Mario, du schaust dir gerade ein Team Niederösterreich-Lager an. Was sagst du dazu? He? Ja, da steppt der Bär, hätte ich gesagt. Ja. Das gefällt mir. Bei uns ist sehr ruhig. Gell? Was der Heimvorteil da, die Niederösterreicher, die haben ganz schön viele Leute mit. Macht einmal Stimmung da drüben fürs Team Niederösterreich! Ja, das klingt noch ein bisschen. Ne? Ja, okay, so ähnlich ist es bei uns auch. Dann. Team Steiermark! Ha? Steiermark! Oh, keiner da. Also, schwing dir auf den Gaul, auf der Buch Maxi, weil jetzt geht's gleich der dritte Lauf los. Runde. Vollgas, ab geht's. Was? Toi, toi, toi. Mega.
Marco Rubens Rubio! Einen großen Applaus an den Lokalmatador Mario Hustadler!